Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Hintergrund und Anlass für den vorliegenden Antrag dürfen in diesem Haus, in diesem Hohen Haus bekannt sein. Wegen steigender Asylbewerberzahlen haben im September einige Bundesländer ein stärkeres Engagement des Bundes eingefordert. Schleswig-Holstein SPD-Innenminister fordert einen nationalen Flüchtlingsgipfel und der hessische CDU-Sozialminister eine nationale Asylkonferenz. Am 30. September haben nach dem Skandal um Misshandlungen von Flüchtlingen viele Politikerinnen und Politiker, insbesondere die Grünen, Forderungen nach einem derartigen Gipfel erhoben. Die parlamentarischen Fristen haben uns keine Gelegenheit für einen gemeinsamen Antrag gelassen. Meine Vorbemerkungen sollen aber verdeutlichen, dass der vorliegende Antrag für einen parteipolitischen Streit nicht geeignet ist. Wir haben hier bei dem Thema, wir haben es bei der Asylproblematik mit Menschen zu tun, die das Recht darauf haben, einen Asylantrag zu stellen. Asyl ist ein Menschenrecht und kein parteipolitisches Objekt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Antrag fordert die Landesregierung auf, einen nationalen Flüchtlingsgipfel auf Bundesebene aktiv zu unterstützen. Er begründet dies mit ansteigenden Asylbewerberzahlen und zu den Misshandlungen von Flüchtlingen in Unterkünften im Land Nordrhein-Westfalen. Dazu möchte ich zwei Bemerkungen nennen, was im vorliegenden Antrag angesprochen wird. Erstens, die Probleme, von denen heute sprechen, beginnen selbstverständlich nicht auf Bundesebene. Deshalb stimme ich unserem Innenminister Herr Kaffier zu, wenn er sagt, jetzt sei ein gesamteuropäisches Programm nötig. Grenzabwehr und Abschottung, Massensterben an den Außengrenzen der EU, gescheiterte Initiative südlicher EU-Mitgliedstaaten zur Änderung der Dublin-Abkommen oder beziehungsweise Dublin-Verordnung. Denn all diese Probleme berühren natürlich den heutigen Antrag. Zweitens, diese Probleme enden natürlich nicht auf Bundesebene. Sie berühren die Bundesländer und Kommunen. Und sie betreffen unser Land, Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern ist unser Bundesland beispielgebend. Was die Kostenerstattung an Kommunen betrifft, das ist ein Lob an die Landesregierung. Sehr verehrte Damen und Herren, wenn unsere Landesregierung einen nationalen Flüchtlingsgipfel auf Bundesebene unterstützt, dann hat sie also nur die Last von Rostock-Lichtenhagen im Gepäck. Neben dieser Verantwortung könnte sie auch positive Ergebnisse unterbreiten. Gegenwärtig kommen in die Bundesrepublik Deutschland so viele Flüchtlinge wie zuletzt in den 90er Jahren. Sie kommen nicht unerwartet. Und die Zahlen werden weiter steigen, das wissen wir ja alle. Die Situation in Syrien und in Irak ist nicht rosig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn unser Minister nun sagt, mehr Flüchtlinge sollen nur bei der Akzeptanz in der Bevölkerung aufgenommen werden, dann ist das eine schwer zu verstehende Aussage. Die Integration politischer Grundsätze unserer Landesregierung sind hier eindeutig, ich zitiere sinngemäß. Für das Gelingen der Integration von Asylbewerbern ist die interkulturelle Öffnung der Gesellschaft erforderlich. Die Zitat geht weiter. Für interkulturelle Öffnung unserer Gesellschaft tragen Politikerinnen und Politiker eine herausgehobene Verantwortung. Ende des Zitates. Also, es ist meine und Ihre Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen, und Ihre Aufgabe, Herr Innenminister, die Aufgabe von uns alle, diese Akzeptanz zu schaffen. Nur so schützen wir gemeinsam die zahlreichen Sonnenblumenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern, die wir nie wieder alleine lassen dürfen. Sehr verehrte Damen und Herren,
so richtig wie es ist, zur gegenwärtigen Asylproblematik ein Gipfel auf Bundesebene einzufordern, so falsch wäre es gleichzeitig hierbei auf eine große Lösung zu hoffen. Es geht immer um ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Und wir werden einen längeren Lösungsweg vor uns haben. Den Weg müssen wir aber gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein bundesweiter Gipfel mit Vertretern der Bundespolitik, Länderpolitik und Kommunalpolitik sowie Flüchtlingsorganisationen wäre ein wichtiges politisches Signal, um rechtzeitig die Vorbereitung für humane Aufnahme und sichere Unterbringung der Asylsuchenden zu schaffen. An dieser Stelle möchte ich unserer Landesregierung abschließend einige Stichpunkte für ihre Reise zu einem nationalen Flüchtlingsgipfel auf den Weg geben. Erstens, länderübergreifende Zusammenarbeit. Am 1. Oktober dieses Jahres haben die norddeutschen Innenminister vereinbart, bei der Unterbringung von Flüchtlingen länderübergreifend zusammenzuarbeiten. Dafür wollen sie die Bundesregierung bitten, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu vereinfachen. Die Frage richtet sich an Sie, Herr Minister Kaffier, ob hierbei auf Staatsverträge und damit auf parlamentarische Beteiligung verzichtet werden kann. Aber das wäre für mich ein wichtiger Tagesordnungspunkt für den Gipfel. Zweitens, Abschiebestopp und Ebola-Virus. In Mecklenburg-Vorpommern laut des Innenministeriums aktuell 12 Personen aus dem Ebola-Verbreitungsgebiet ausreisepflichtig. Die Hansestadt Hamburg schiebt vorerst keine Flüchtlinge in Länder ab, in denen das Ebola-Virus wütet. Nach meiner Kenntnis können die Bundesländer einen Abschiebestopp offiziell für maximal ein halbes Jahr beschließen. Danach muss das Bundesinnenministerium zustimmen. Drittens, föderale Asylgesetzgebung. Der Präsident der Deutschen Städtetages, Herr Ulrich Mali, beklagte im Fokus am 6. Oktober diesen Jahres, dass es gegenwärtig einen Flickenteppich von 16 verschiedenen Asylausführungsgesetzen gibt, die komplett unterschiedlich sind. Viertens, Standards der Unterbringung. Nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel nimmt Nordrhein-Westfalen gegenwärtig 1,2% der Flüchtlinge, Mecklenburg-Vorpommern 2,1% auf. Nun stellen sich hier mehr folgende Fragen. Wie steht es bei diesem quantitativen unterschiedlichen einheitlichen Standard der Unterbringung und des Wachschutzes? Wie steht es einheitliches und transparentes Beschwerdemanagement, Vorfälle melden zu können? Wissen die Flüchtlinge im gesamten Bundesgebiet, an wen sie sich wenden sollen, wenn so etwas passiert? Ist es zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern ausgeschlossen, dass Rechtsextreme wie die Nazis mit oder ohne Uniform in Asylheime gelangen? Durch welche Standards wird verhindert, dass ausländerfeindliche Ideologie aus der Position der Stärke gegenüber Schutzbefohlenen dem hässlichen Wort, die grässlichen Tat, folgen lässt? Fünftens, neue Ordnung der Finanzbeziehungen. Auf Grundlage der Vereinbarung aus den 90er Jahren prüft der Bund die Asylanträge und finanziert Integrationskurse der Flüchtlinge. Unterbringung, Verpflegung, ärztliche Versorgung werden vom Länder und Kommunen getragen. Aufgrund der Schieflage bzw. der Überforderung der Länder und Kommunen hat man sich auf eine Änderung verständigt. Im Rahmen der Neuordnung der Finanzbeziehung von Bund und Länder soll auch über eine erweiterte Kostenübernahme durch den Bund gesprochen werden. Jedoch erst vor dem Jahr 2019 an. Ich meine, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist zu spät wegen der aktuellen Situation. Soweit einige inhaltliche Punkte und Anregungen. Viel mehr natürlich gehört auf einen derartigen Gipfel. Fakt ist, wenn es richtig ist, was Innenminister Kaffee sagt, dass also
jetzt ein gesamteuropäisches Programm nötig ist, dann kann ein nationaler Flüchtlingsgipfel nicht falsch sein. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat, der Innenminister hat hier eine sehr moderate Rede gehalten. Ich denke mal, er hört das hinten am Fenster. Und ich war bei der Rede hin und her gerissen, ob der Aussagen, die da lauteten, wir müssen für Asylsuchende mehr tun, wir müssen darüber nachdenken, wie wir schneller zurückführen, wir müssen gerechter verteilen, wir müssen konsequenter über europäische Lösungen nachdenken. Europäische Lösungen heißen aber Schengen und Dublin und damit mehr Abschottung. Und deshalb ist es an dem oder bei dem Thema besonders wichtig, auf die eigene Wortwahl und auf die eigenen Aussagen zu achten. Und wenn der Innenminister in den Kieler Nachrichten wie folgt zitiert wird, Innenminister Café, mehr Flüchtlinge nur dann aufnehmen, wenn die Akzeptanz der Bevölkerung gewährleistet ist, Originalzitat, dann kann man das auch anders auslegen, nämlich in die Richtung, die da lautet, wir haben schon genug. Und die Belastungsgrenze unserer Menschen im Land ist erreicht. Ich gehe fest davon aus, dass der Innenminister das so nicht gemeint hat. Wenn er das aber so nicht gemeint hat, sondern sich für eine Willkommenskultur in Mecklenburg-Vorpommern an der Stelle ausgesprochen hat, hätte ich mir gewünscht, dass die vielen Anträge zu einer wirklichen Willkommenskultur in Mecklenburg-Vorpommern die Zustimmung hier im Hohen Haus gefunden hätte. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns mit der Problematik der zunehmenden Flüchtlingsströme auch in die Bundesrepublik beschäftigen, und ich will das mal relativieren, also wir rechnen hier in der Bundesrepublik bis zum Jahresende mit 200.000 Anträgen mehr. Im Libanon sind alleine zurzeit 1,5 Millionen Flüchtlinge schon unterwegs. Und dann vergleichen Sie mal die wirtschaftliche und menschenrechtliche Situation im Libanon und in der Bundesrepublik. Aber wenn wir uns mit diesen ansteigenden Flüchtlingszahlen befassen und befassen müssen als verantwortungsvolle Politikerinnen und Politiker, dann müssen wir auch über die Ursachen dieser Flüchtlingsströme reden. Und da haben wir eben in der Gegenwart eine Zunahme von kriegerischen Auseinandersetzungen zu verzeichnen, ja von Völkermord. Und dann ist es eben leider so, dass ein Aufschrei in den westlichen Staaten erst dann erfolgt, wenn gemordet und getötet wird. Und zu dieser Zeit gibt es dann in den westlichen Staaten fast ausnahmslos auch nur Rufe nach Waffen und Militär. Was aber alles vorher versäumt worden ist, das wird nicht einmal analysiert. Und deshalb ist es auch aus meiner Sicht besonders wichtig, auf einem nationalen Flüchtlingsgipfel genau diese Fragen nach den Fluchtursachen zu thematisieren und darüber nachzudenken, wie wir als europäische Staatengemeinschaft und als, wie hier wiederholt gesagt worden ist, reiche Bundesrepublik einen Beitrag leisten können, die Fluchtursachen weltweit zu beseitigen. Das ist unsere allererste Verantwortung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man das als Zielsetzung nimmt, kommt man ganz schnell zu der Überzeugung, Asyl ist Menschenrecht und keine Gnade. Und dieser Grundsatz, aus guten Gründen von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes, im Grundgesetz so verankert, muss Grundlage unseres Handelns sein. Und das war Ausgangspunkt auch für die gemeinsame Antragstellung von Linke und Grüne. Und lieber Kollege Silkeit, auf der Suche nach Argumenten, warum dieser Antrag abzulehnen sei, ist Ihnen offensichtlich entgangen, dass nicht die Grünen die Initiatoren dieses Antrages sind, sondern der Antrag trägt die Überschrift Antrag der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Nicht umsonst ist die Reihenfolge so gewählt. Und dann sozusagen zu unterstellen, dass wir hier in der Gefangenschaft von Frau Göring Eckert stünden und deswegen dieses Thema hier auf die Tagesordnung gesetzt haben, das geht etwas an den Realitäten vorbei. Genauso, lieber Kollege Silkeit, wie Sie dann eben sich nicht mit dem Antragstext auseinandergesetzt haben, der sehr konkret ist, sondern die Begründung bemüht haben. Die Begründung, das müssen Sie aber mittlerweile wissen, wird nicht beschlossen, sondern der Antragstext, und der lautet ganz konkret, der Landtag fordert die Landesregierung auf, alle Bemühungen für einen nationalen Flüchtlingsgipfel auf Bundesebene aktiv zu unterstützen und an einem Konzept zur Neuregelung der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerberinnen, Asylbewerbern, geduldeten ausländischen Flüchtlingen konstruktiv mitzuarbeiten. Und Sie haben keinen einzigen Grund hier nennen können, warum Sie diese Aufforderung, diese Bitte, konstruktiv an solchen Lösungen mitzuarbeiten, nicht an unsere Landesregierung gerichtet werden soll. Ausflüchte, das muss ich Ihnen so deutlich sagen. Und
Unterbringung und Betreuung, zwei Stichworte. In der Unterbringung, das wurde hier mehrfach erwähnt, sind wir in Mecklenburg-Vorpommern ein ganzes Stück vorangekommen. Und ich will auch hier erwähnen, dass das seine, auch, dass das seine Geschichte hat. Wir haben auf der letzten Landtagssitzung uns mit der Entscheidungsfindung des grünen Ministerpräsidenten hier auseinandergesetzt. Und ich habe mich an die Zeit der rot-roten Landesregierung erinnert, wo Mecklenburg-Vorpommern-Zünglein an der Waage war bei einer Bundesratsentscheidung, als es auch um Asylfragen ging. Auch wir haben uns damals die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir haben hier für die Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei uns im Land erste Verbesserungen erzielen können. Dazu gehörte die Abschaffung des Gutscheinsystems, dazu gehörte der Beginn der Lockerung der Residenzpflicht und dazu gehörte der schrittweise Übergang zur dezentralen Unterbringung. Es war eine Insellösung, für die meine Fraktion damals auch von der eigenen Partei stark kritisiert wurden. Bundesweit hat sich natürlich an dieser Situation nichts geändert. Deswegen muss man jetzt auch die Situation in Baden-Württemberg natürlich kritisch begleiten. Das ist zuvorderst Aufgabe auch der Grünen Partei, das ist nicht so vordergründig meine Aufgabe. Aber das, was auch Kretschmann ausgehandelt hat, das muss jetzt in Baden-Württemberg Realität werden und das muss in der Bundesrepublik Realität werden. Deswegen müssen wir die falschen Weichenstellungen, die in der Asylpolitik in den letzten Jahren vorgenommen worden sind, auch auf so einem nationalen Flüchtlingsgipfel thematisieren und Änderungen herbeiführen. Und deswegen müssen neben Fragen der Unterbringung auch Fragen der sozialrechtlichen Verhältnisse von Flüchtlingen beraten werden. Das Bundesverfassungsgericht, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat bereits im Urteil vom 18. Juli 2012 zum Asylbewerberleistungsgesetz festgestellt, dass Asylsuchenden, Geduldeten und anderen Flüchtlingen einen Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums haben. Und das gegenwärtig geltende Asylbewerberleistungsgesetz gewährleistet dies nicht. Ein Kurswechsel grundlegender Art ist auch die Aufnahmepolitik in Europa und im Land. Und wenn ich von einer anderen Aufnahmepolitik rede, dann rede ich nicht davon, Schengen zu verstärken, sondern die Festung Europa wieder abzubauen. Die Unterbringung von Flüchtlingen in Sammelunterkünften sollte grundsätzlich nur vorübergehender Natur sein. Und die dezentrale Unterbringung sollte Vorrang haben. Aber die dezentrale Unterbringung natürlich verbunden mit notwendigerweise mit Hilfs- und Betreuungsangeboten, die erreichbar in der Nähe vorhanden sein müssen. Und da wissen wir, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen. Denn im jetzt laufenden Doppelhaushalt sind für die besonderen Herausforderungen bei der dezentralen Unterbringung noch keine zusätzlichen Gelder eingestellt worden. Wir haben bei der Beratung des Doppelhaushaltes damals nachgefragt. Da war die Antwort des Innenministeriums, wir beginnen jetzt damit, wir haben noch keine Erfahrungswerte. Diese Erfahrungswerte liegen jetzt nach 2 Jahren vor. Und wenn der neue Doppelhaushalt dem Parlament vorgelegt wird, brauchen wir an dieser Stelle unbedingt eine Nachsteuerung. Denn dezentrale Unterbringung kann nur garantieren, wenn auch eine örtlich erreichbare Betreuung der Flüchtlinge gewährleistet werden kann. Und das kostet natürlich Geld. Und dieses Geld sollten wir gemeinsam übrig haben. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir heute hier zu einer Beschlussfassung kommen, weil ein Argument gegen einen nationalen Flüchtlingsgipfel oder ein Argument dagegen, unsere Landesregierung zu bitten, auf Bundesebene aktiv zu werden, um die Idee eines solchen Flüchtlingsgipfels zu unterstützen, habe ich nicht gehört. Aber wenn es uns denn allen hilft in der Diskussion, hier im Land voranzukommen, würde ich mich freuen, wenn wir eine Überweisung dieses Antrages in den Innenausschuss, in den Sozialausschuss hinbekommen, um gemeinsam weiter über diese Fragen nachzudenken, um dann auch vielleicht die aus Sicht der CDU unqualifizierte Antragstellung etwas zu qualifizieren, damit wir unsere Landesregierung mit ordentlichen Argumenten ausgerüstet nach Berlin schicken können. Also meine Bitte, überweisen Sie diesen Antrag in den Innenausschuss, in den Sozialausschuss. Dankeschön.